Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Opel CEO Michael Loescheller. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Nous allons aujourd'hui faire notre conférence de presse auf Deutsch. Denn Opel ist deutsch und bleibt eine deutsche Traditionsmarke, genauso wie es unsere Kunden von uns erwarten. In diesem Sinne, guten Morgen und herzlich willkommen auf dem Opel-Stand hier in unserer kleinen Messestadt namens Crossville. Begrüßen möchte ich ganz besonders den CEO der PSA-Gruppe, Carlos Tavares. Herzlich willkommen. Hier in Crossville am Main fühlen wir Rüsselsheimer uns natürlich richtig heimisch. Quasi einen Steinwurf von unserer Firmenzentrale entfernt, möchte ich Ihnen heute unsere neuen Weltpremieren vorstellen. Meine Damen und Herren, los geht's mit dem neuen Opel Grandland X, dem dritten Mitglied unserer neuen X-Familie. An die Parcoursläufer. Respekt, was die drauf haben. Und was hat diese Sportart mit dem neuen Grandland X zu tun? Nun, Parcours wird auch als Kunst der effizienten Fortbewegung bezeichnet. Ganz genau wie bei unserem neuen SUV. Auch hier trifft Sportlichkeit auf Abenteuerlust, dynamisches Styling und insgesamt ein lässiger Offroad-Look. Dazu eine SUV-typisch erhöhte Sitzposition mit guter Rundumsicht. Und natürlich ganz viel Platz für 5 Passagiere und deren Sportausrüstung. Bestens geeignet für die Stadt, genauso wie für die entspannte Fahrt auf langer Strecke. Das ist der neue Opel Grandland X mit zahlreichen Top-Technologien an Bord. Beispielsweise mit der Fahrprogrammwahl IntelliGrip für beste Traktion auf jedem Untergrund. Oder mit automatischer Notfallbremsung wie Fußgänger- und Müdigkeitserkennung. Und hier erscheint im Display eine kleine rote Tasse und erinnert Sie daran, mal eine kurze Pause einzulegen. Der Newcomer ist ein Angreifer im boomenden SUV-Segment. Der neue Opel Grandland X steht ab Mitte Oktober zum Einstiegspreis von 23.700 Euro beim Händler. Und ich bin überzeugt, das ist das beste Angebot auf dem Markt. Zum Verkaufsstart wird es den Grandland X zunächst mit 2 Motoren als Benziner und Diesel geben. Und ich kann Ihnen heute mitteilen, dass wir dieses Angebot sehr bald um einen neuen Spitzendiesel mit 8 Stufen Automatik erweitern werden. Doch damit nicht genug. Ich freue mich und bin sehr stolz, Ihnen ebenfalls ankündigen zu können, dass der Grandland X auch der erste Opel sein wird, den wir in Zukunft als Plug-in-Hybriden auf den Markt bringen. Dann wird unser SUV in der Lage sein, genauso rein elektrisch
wie mit Allradantrieb zu fahren. Und das nennen wir die Kunst der effizienten Fortbewegung. Unser neuer Grandland X als Plug-in-Hybrid ist das nächste große Beispiel, welche Chancen für uns im PSA-Konzernverbund liegen. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Der Grandland X ist eine von 7 Opel-Neuheiten in diesem Jahr. 7 neue Modelle in nur einem Jahr, 7 in 17, inklusive des elektrischen Reichweiten-Champions Ampera E und neuer Vivario-Varianten. Das ist die größte Modelloffensive in der Geschichte von Opel. Von unserem neuen Crossover-Modell, dem kleinen Bruder des Grandland X, mit dem schönen Namen Crossland X, sind bei uns bereits über 55.000 Bestellungen eingegangen in nur wenigen Monaten.